Leute, grüß euch. Es ist Samstag und es ist arschkalt. Ja. Also bei uns in Nürnberg ist es gerade 0 Grad. Vorhin, wo ich losgefahren bin, hatten wir noch minus 1. Na gut, es ist eine Stunde her. Es ist 10:30 und wie schaut es denn bei euch mit Immobilien aus? Ich habe ja vor 2,5 Jahren habe ich ja einige Videos gemacht zu Immobilien und ein paar Tipps gegeben, auch was Versteigerungen betrifft und ja, insgesamt so drumherum einiges an Informationen gegeben. Wollte ich euch fragen, wie es denn bei euch mittlerweile ausschaut. Die Preise der Immobilien sind ja zu dem Zeitpunkt, also von da, wo ich die Videos so gemacht habe, bis jetzt nochmal um einiges gestiegen, vor allem hier in Nürnberg, weil es gibt einige Regionen hier bei uns in Deutschland oder Städte, Bundesländer, da ist es ja noch krasser. Ja. Ich meine, in Nürnberg ist es proportional stärker gestiegen, also wenn ich überlege, vor 5 Jahren, beziehungsweise ja, so 7 Jahren, da waren so Grundstücke mit 300 Euro auf dem Quadratmeter Nürnberger Speckgürtel, also so ein Nürnberger Raum, auf jeden Fall möglich. Was heute niemals mehr sein könnte. Selbst irgendwo ein Stückchen schon weiter außerhalb zahlst du mehr wie 300 für Grundstücke. Mittlerweile ist es echt hardcore. Ich bin selber privat auf der Suche nach einem Grundstück. Ich würde gerne neu bauen. Ja, denn wie gesagt, für sich selber baut man, glaube ich, immer ein paar, bis man das richtige Haus hat oder wie man sich dann wohlfühlt. Man merkt dann immer später erst, was könnte man anders machen. Schlussendlich, ich habe ja auch da eigentlich viel Erfahrung. Trotzdem würde ich jetzt gerne anders bauen. Und ich hatte tatsächlich, ich habe ja bei mehreren meinen Kollegen, auch Immobilienmaklern, habe ich auch immer nachgefragt, die haben mich immer auf dem Schirm gesagt, wenn ihr ein schönes Grundstück findet, ja, sagt mir mal, wo, wie es ausschaut und was derjenige verlangt. Ne? Und vielleicht kann man da ein Gespräch finden, dass man da noch irgendwie zusammenkommt. Tatsache, ja. Ich meine, in Nürnberg sind ja so 1000 Euro auf dem Quadratmeter mittlerweile. Ist ja nichts Neues. Ja? Jetzt willst du ein schönes Grundstück und es ist wirklich so ein Filetstück. Ja? Aber ich meine, 2.500 Euro. Ja? Das Grundstück hat nicht ganz 1.200 Quadratmeter, so knapp. Also das Grundstück würde mich 3 Millionen kosten. Ich meine, ich bin kein Multimillionär. Es kann mit Sicherheit, vielleicht gibt es ja welche, die das zahlen wollen würden oder könnten. Ja? Bloß dann stellst du dir dementsprechend eine Hütte hin. Ja, die kostet ja auch mal 3-4 Millionen. Ja, ich meine, da musst du schon echt Multimillionär sein, es muss dir wurscht sein, denn da macht ein Einfamilienhaus bei sowas macht halt echt keinen Sinn. Wenn dann Mehrfamilienhaus, dort gibt es nicht einmal die Genehmigung für Mehrfamilienhaus. Kann ich auch verstehen, das sind alles Einfamilienhäuser, auch schöne Häuser, ist auch eine schöne Gegend, aber überzogener Preis, 2.500 Euro auf Quadratmeter hier bei uns in Nürnberg ist überzogen. Ich meine, ich weiß es nicht, mir ist es relativ egal, ob es verkauft oder nicht, das spielt für ihn wahrscheinlich auch keine Rolle. Aber ich selbst wäre jetzt nicht bereit dafür, das zu bezahlen. Ja? Und ich könnte es auch gar nicht. Ja? Und dann ist es so, da hast du solche, wo du wünschtest dir, du möchtest gerne ein Grundstück dir kaufen, dann kriegst du solche Angebote, da denkst du dir, leck mich am Arsch. Was ist passiert? Okay. Wo sind diese Löhne, die so gestiegen sind? Oder wo ist dann insgesamt auch der Markt dafür? Da sieht man schon, dass es sich das schon ein bisschen so trennt. Dass es das schon ein bisschen trennt, ne? Hier mit den... Die Schere ist groß. Ja, die Schere ist echt groß. Und wenn du dann überlegst, du kaufst dir so ein Haus, ja, oder baust dir so ein Haus, wann wirst du das jemals wieder zurückbekommen? Ich meine, wir haben jetzt zwar keine wirkliche Blase hier bei uns in Nürnberg, ich meine, es gibt Regionen, Städte, da ist noch deutlich teurer, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, München, das sind jetzt so ein paar, die mir jetzt so einfallen, und wie gesagt, das ist schon echt Hausnummer, ja, nee, würde mir gar nicht einfallen. Ganz ehrlich gesagt, das könnte ich nicht und ich würde es auch nicht tun. Ja? Denn das Geld wird sehr schwer sein, dass du das jemals wieder bekommst. Wir hatten Anfang der 90er Jahre auch so eine Zeit, da war es ja auch in Japan so krass. Die Wohnungen wurden ja normale, kleine, mittelgroße Wohnungen für 3-4 Millionen verkauft oder gekauft, verkauft und manche haben es auch gekauft. Die kosten jetzt ein Siebtel, ein Achtel davon. Ja? Also es gab ja damals dort auch die Blase, jetzt hier, ob es eine Blase ist, München, ich weiß es nicht. Ja, da wird ja trotzdem noch bezahlt und wenn du dann dir die Mieten dagegen anschaust,
proportional zum Kauf ist es, glaube ich, immer noch günstiger zu mieten, ja, weil da ist ja echt hardcore. Aber es gibt scheinbar immer noch Leute, die das bezahlen möchten. Bloß mittlerweile, jetzt rede ich schon seit 5 Minuten, mittlerweile ist es so, denn ich habe jetzt auch ein Objekt gefunden und nächste Woche ist ein Notartermin. Da diesmal ist nichts irgendwie, wie gesagt, das, was damals wie passiert ist, passiert mir nicht nochmal. Teurer Spaß. Jetzt ist es so, wir haben was gefunden. Da ist der Notartermin, es gibt kein Handgeld, sondern es wird ganz einfach bezahlt, wenn das alles über die Bühne ist. Und schlussendlich, wie ist es bei euch? Könnt ihr euch vorstellen, jetzt eine Immobilie zu kaufen? Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, 2019 wird nochmal eher günstiger als teurer. Wir merken es, ihr merkt es an der Börse, es ist so eine kleine Delle in der Wirtschaft. Ja, es ist jetzt kein Zusammenbruch, ja, es ist keine Wirtschaftskrise. Ja. Es ist eine Delle im Vergleich zu den Jahren davor. Die 3 Jahre waren echt fette Jahre. Und dann merkst du dann irgendwann einmal, die ganzen Firmen, die hatten ja gar keine Kapazitäten mehr, noch mehr zu machen. Die waren schon quasi am Limit. Das heißt, noch mehr wäre schwer gewesen oder fast nicht möglich. Weniger ist immer Luft da gewesen. Und jetzt haben wir eine kleine Delle, würde ich jetzt so sagen, nennen. Und da merkt man dann vielleicht auch, dass der ein oder andere, der schon länger an so einem Objekt sitzt, vielleicht es dann doch verkaufen will, weil es hier doch ein wenig knapper geworden ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein oder andere Objekt bezahlbar wird vielleicht. Was ihr euch vorher schon vielleicht erträumt habt, wo ihr gedacht habt, Mensch, das wäre doch was. Vielleicht könnt ihr jetzt das so, auch so ein Ding stemmen, ja. Denn wie gesagt, ich glaube eher 2019 wird da ein bisschen eine kleine Schippe zurückgehen. Ja? Und vielleicht kann man mit Verhandlungen und Geschick doch das ein oder andere Objekt dann für sich ergattern, was man vielleicht vorher schon angestrebt hat. Vielleicht habt ihr gute Zeit erwischt und habt eine geile Immobilie zu einem echt guten Preis bekommen im Vergleich zu heute. Wie schaut es denn bei euch aus? Aus welcher Gegend kommt ihr? Was habt ihr denn für eure Immobilie bezahlt? Denn wenn ihr wirklich vor 10 Jahren eine Immobilie erworben habt, dann seid ihr jetzt eigentlich in einem guten Umfeld. Ja? Also jetzt hat wenn ihr auch verkaufen wollen würdet, ja, würdet ihr mit Sicherheit deutlich mehr bekommen wie vor 10 Jahren. Also es hat sich dann für euch mit Sicherheit auch rentiert. Ja. Denn, aber wenn ihr jetzt halt überlegt, was muss man verdienen, ja, um ein richtig, richtig schönes Objekt sich zu kaufen heutzutage. Ja. Ich meine, ich war heute einkaufen, hinten ist die Tüte, ja, die ist eine normale Einkaufstüte, die ist voll. Ich habe 100er ausgegeben. Ja. Also das heißt, einmal einkaufen, Hunni los, hier mal, da mal was. Und was ihr nicht vergessen solltet, ja, ich habe ja einige Videos schon gemacht über Immobilien, könnt ihr ja gerne mal raussuchen. Ihr solltet nicht nur die Immobilie im Hinterkopf haben, denn ihr könnt dann irgendwann einmal von der Immobilie könnt ihr nicht abbeißen später, wenn ihr auch in Rente seid. Jetzt heißt es, okay, du musst keine Miete bezahlen. Ja, aber sagen wir mal, du hast ein Einfamilienhaus und da sind immer wieder Renovierungsarbeiten, die anstehen. Ja? Die kommen dann auch zwangsläufig, wenn du bis dato nichts gemacht hast und du bist jetzt schon länger drin, die kommen dann. Irgendwann einmal hast du dann eine Reparatur, musst ein neues Dach machen oder irgendwie sowas und das kostet dann Geld. Ja, und dann kannst du nicht einfach abbeißen. Das Einzige, du könntest vielleicht die Immobilie wieder nochmal beleihen. Ja? Dann kommst du auf an, wie alt bist du, wie macht die Bank damit, was ist da für eine Situation. Das heißt, immer wieder so ein Notgroschen. Ja? Merkt euch das, auch insgesamt fürs Leben. Nie vom Kompletten zehren. Lieber eine Schippe zurück, nicht alles in irgendein Auto stecken oder in irgendeine Immobilie stecken oder in sonstiges. Immer ein bisschen Cashflow haben. Das ist immer ganz wichtig. Auch für euer komplettes Leben. Nerven spart es euch. Ja? Graue Haare auch. Nerven, graue Haare, Haarausfall. Also eure ganze Gesundheit leidet unter solchen Spannungen, wenn es mal mit der Kohle hier knapp wird. Also deswegen, Leute, schaut, dass ihr euer Geld zumindest so beisammen habt, dass ihr kleinere Reparaturen oder Sachen, die so anstehen, bezahlen könnt. Ja? Denn es macht echt keinen Sinn, wenn ihr euch nur verschuldet, nur fürs Haus arbeitet, keinen Urlaub macht, euch nichts selber gönnt. Ja, es kommt immer wieder mal im Jahr mal ein Geburtstag hier, mal eine Hochzeit da, mal dieses, mal jenes. Da muss man schon ein bisschen an Cashflow haben. Da immer dran achten, auch für sich selbst. Und auch die Rente wird mal sehr knapp. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, wie steigen die Gehälter? So lala. Würde es dann später noch ausreichen, es wird alles viel teurer. Ja, das sind solche Faktoren,
Ja, die schlagen sich dann nieder und dann ist meistens schon zu spät. Also wenn ihr jetzt dann noch in einem Alter seid, wo ihr noch was zurücklegen könnt, macht es. Auch wenn es ein 50er im Monat ist. Einfach mal laufen lassen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Immobilie ist für mich, wenn ihr selber drinnen sie sowieso bewohnen wollt, immer noch, ja, das Kriterium Nummer 1. Ja, denn selbst wenn ihr sie dann abbezahlt habt und es ist eine Reparatur oder sonstiges, ihr könnt sie auch verkaufen. Ja, verkauft dann die Immobilie und dann habt ihr auch wieder Cashflow, könnt ihr euch was mieten und so weiter und so fort. Weil wenn ihr nur Miete bezahlt habt, könnt ihr danach auch von da nichts abbeißen. Ja, die müsst ihr weiterhin bezahlen, ihr könnt nichts verkaufen. Ja, das sind so die paar Sachen, ein bisschen im Hinterkopf behalten, wäre nicht schlecht. Aber was nochmal zurückzukommen, wo ihr denn herkommt und wie es bei euch damals war, insgesamt Immobilie, ob es Haus, Wohnung ist, wie konntet ihr das damals, in so welchem Zinssatz, das ist ja auch krass, ich habe ja damals, bei mir gab es ja einen Zinssatz von 4,3%, als ich damals mein Haus gebaut habe. Ja? Also, es ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn du jetzt schaust, das ist schon ein Riesenunterschied. Und wie war es denn bei euch? Was habt ihr denn insgesamt in den Jahren erlebt? Ja? Könntet ihr das abraten? Könntet ihr dazu stimmen? Erfahrungswerte einfach, ja. Schreibt sie mal rein. Und wenn ihr sonstige Fragen an mich habt, ich versuche die zu beantworten. Aber es sind ja auch viele in der Community, die sich auch wirklich selber gut auskennen. Ich merke das ja auch, wenn ich so meine Börsenvideos mache. Das sind viele, die haben echt auch Ahnung. Die schreiben dann mit dazu. Und das ist auch klasse, ne? Man tauscht sich untereinander aus. Ich versuche das zu beantworten, aber ich gebe mein Bestes. Ja? Schreibt mir ein bisschen was. Ansonsten, ihr könnt euch gerne mal so ältere Videos von mir anschauen, da tue ich schon einiges und schreibe ich schon einiges, beschreibe ich einiges. Vielleicht ist was für euch dabei. Und ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis die Tage. Ich meine, jetzt ist Samstag, es ist ja gleich wieder Montag, da geht es schon wieder an der Börse los und so weiter und so fort. Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, ciao.